Handelst du auch mit deinen Sachen? Chi. Ich verkaufe Tränke und Pflanzen. Pflanzen? Ja. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du daraus Tränke brauchst. Sieh dir ruhig alles an. Vielleicht findest du etwas, was dich schützt. Was ja geil wäre, wenn er gefragt hätte, Pflanzen? Ja, diese Dinger, die aus dem Boden wachsen. Das wäre die. Das wäre so genial gewesen. Die Toten sprechen zu dir? Ich höre die Hike schon seit meiner Kindheit. Das ist ja schrecklich. Nein, Gucho. Sie flüstern mit dem Wind und singen ihre Lieder. Aber wenn ihre heiligen Gräber geschändet werden, sind sie zornig. Kann ich verstehen. Ich wollte gerade sagen, welcher Tote wäre nicht zornig, wenn sein Grab geschändet wird? Also, weiß ich nicht. Ich stelle es mir gerade mal so vor, irgendjemand schändet das Grab eines Toten, der sagt dann, ja, danke, dass du mein Grab geschändet hast, finde ich gut. Was? Das kann doch nicht gehen. Nee, nee. Kannst du mir was über den Maracay-Stamm erzählen? Wir sind ein sehr altes Volk, das schon seit Jahrhunderten seinen Bräuchen nachgeht. Unsere Ahnen leiten uns dabei den Weg und wir beten zu ihnen. Was macht ihr denn alle den ganzen Tag? Jeder geht seiner Aufgabe nach. Chakadatu ist unser Häuptling. Aber bald schon wird er einen Nachfolger ernennen. Die Tonka sind unsere Kämpfer und Krieger. Sie schützen uns im Kampf und haben Stolz und Ehre. Die Tufas jagen im Wald und müssen noch lernen. Wir Kikis können Voodoo wirken, so wie Chakadatu. Die anderen Frauen sind Sammlerinnen. Du kennst Voodoo-Zauber? Chi. Aber Osamu im Wald war früher Chaka. Sein Voodoo ist viel stärker. So, so. Ich könnte dir die Idole zurückbringen. Das würdest du tun? Naja, ja. Es handelt sich um 3 Grabidole des Schwarzen Baumes. Sie gehören zu meinem Großvater Masaru, meinem Vater Akateko und meiner Großmutter Nalani. Wenn du sie zurückbringen kannst, soll deine Mühe nicht umsonst gewesen sein. Die haben wir ja bereits in der letzten Aufnahmesession von den 3 Piraten abgenommen und den einen Grabräuber, also 2 Piraten, einen Grabräuber. Hier sind die Idole deiner Familie. Sie sind es wirklich. Tawonga Samo Gucho. Vielen Dank. Du kannst dir eine Belohnung aussuchen. Ich habe einen Totenkopfring, der dich stärker macht. Oder einen Voodoo-Trank, der deinen Geist stärkt. Ich glaube, ich profitiere von dem Totenkopfring mehr. Aber ich nehme den Trank. Ich nehme den Voodoo-Trank. Möge er dich schützen. Ja, war klar. Ich habe alle Gräber eurer Ahnen geheilt. Die Masken liegen nun wieder an ihrem Platz. Ich spürte bereits eine Besänftigung der Hike. Sprich mit unserem Schamanen Osamu. Er wird deine Tat belohnen. Wo finde ich Osamu? Er lebt als Einsiedler in den Bergen. Geh am besten durch die Höhle hier im Dorf. Auf der anderen Seite gehst du links in die große Schlucht. Osamu wohnt auf einem Hang rechts den Fels hinauf. Durch die Höhle, dann links und dann rechts den Fels hinauf. Alles klar. Zeig mir deine Waren. Bevor wir weitergehen, will ich erstmal noch wissen, Totenkopfring. Hiebwaffen einschüchtern. Okay, den hätten wir gekriegt. Anstelle des Trankes, den wir ja gewählt haben. Aber sie hat keinen Trank mit permanenter Wirkung, ne? Nee. Geisterlilie, zahlreiche Baupläne, die wir nicht haben, bis auf den ringenden Schmuck des Jägers, den haben wir. Eine Schatzkarte, es gibt also noch einen 4. Schatz hier, den nehmen wir natürlich mit. Ist doch ganz klar. Potaka, wo ist denn unser Kollege? Da ist unser Kollege. Speichern! Nun kommt die Prüfung der Schwäche. Chakadatu wünscht dich zu sehen. Du sollst ihm deine Weisheit beweisen. Er wird dir 3 Fragen stellen. Chi, ich wusste, dass so etwas kommt. Aber ich habe vorgesorgt. Jetzt kommt's. Genau für diese Aufgabe habe ich dich als meinen Hallmark erwählt. Oh. Ich werde mein Bestes geben. Und ich hoffe für uns beide, dass es reicht. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Hoshi, der Shaganumbi, was du nicht schaffst, hätte Potaka und ich auch nicht geschafft. Gut, er spricht mir schon mal sein vollstes Vertrauen aus. Also wir sind so gut wie rausgeworfen.
Du klingst ja sehr entspannt. Ich dachte, du willst Häuptling werden. Du bist mein Hallmark. Wenn du zweifelst, entehrst du mich. Hm, verstehe. Dann geh mal rüber zu Datu. Nein, warte. So kannst du doch nicht dahin gehen. Ich soll doch die Fragen beantworten. Verstehe, ich soll dich mit einer Voodoo-Puppe übernehmen. Ja, Malaika wird uns eine bauen. Das kann ich selbst. Wirklich? Ja, ich schätze, du hast dir nicht den schlechtesten Hallmark ausgesucht. Uwamba, jetzt bin ich beeindruckt. Besser nicht so überheblich. Noch hast du die Puppe nicht. Ich setze ganz auf deine Hilfe, wenn's nicht klappt. Du brauchst mich dafür nicht. Malaika wird dir helfen. Gib mir eine Haarsträhne von dir und ich baue eine Voodoo-Puppe. Na gut. Aber wenn du nicht genau weißt, was du da tust... Dann gehe ich zu Malaika, klar. Gib schon her, ich mach das schon. Hier hast du mein Haar. Geh und bau die Puppe, Hallmark. Okay, wir sollen also die nächste Person übernehmen, die vierte Person. Dieses Mal einen Ureinwohner. Also wir hatten jetzt dann einen Piraten, den Kommandanten Sebastiano, Maurigato, den Altbetrüger und jetzt auch noch einen potenziellen neuen Häuptling. Also, ja, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Das dürfte... Nee, das ist Jamila. Scheiße, leck mich doch am Arsch. Ich mach nur Spaß. Nur Späßle. Jäger. Malaika, da ist sie doch. Du kennst dich doch mit Voodoo-Puppen aus, oder? Chi, sehr gut. Warum? Ich habe mich gerade gefragt, was ich machen müsste, um hier bei euch eine zu bauen. Einige Zutaten dafür kann ich dir verkaufen. Eine Puppe, Zähne, Augen und Jade brauchst du. Mit dem Haar deines Opfers gehst du dann zum Altar, oben am Ritualplatz und baust die Puppe dort. Ach ja, danke dir. Eigentlich wissen wir das schon, Typi. Aber ist ja egal. Zeig mir deine Ware. Haben wir eigentlich noch Augen übrig? Mal so gefragt? Natürlich nicht. Gut, dann kaufen wir uns noch ein paar Augen. 10 haben wir sowieso mehr. 106 Zähne. Leck mich am Arsch. 106 Zähne. Das sollte also mehr als genug sein. Können wir den eigentlich mitnehmen? Komm mit. Nein, kein Platz für mich. Gianni ist zurzeit ein Waffengefährte, genau. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Zeig mir deine Ware. Ach, der hatte doch nicht viel zu bieten, ne? Genau, der hatte nicht viel zu bieten. Voodoo-Altar. Salus Ha. Genau, wir haben alles, was wir brauchen. Also bauen wir die Puppe. Puppe Salu erhalten. Und einmal mehr dürfen wir jemanden übernehmen. Yay. Salu, ich werde dich jetzt übernehmen. Hast du noch irgendwas zu sagen, bevor es losgeht? Mach keinen Unsinn mit mir. Und beeil dich. Datu wird nicht ewig warten. Benutze die Puppe. Jawohl. Wie du willst. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Person Nummer 4. Schubidubidu. Aha. Aha. Und glücklicherweise habe ich vorher gespeichert. Also, falls die Fragen wirklich so knackig sein sollten, dass ich sie falsch mache, kann ich jederzeit neu laden und das nochmal wiederholen. Na endlich. Warum dauerte das so lange? Ich hatte noch etwas zu erledigen. Kein guter Anfang. Stelle mir die 3 Fragen der Prüfung der Schwäche. Was soll das? Keine standesgemäße Begrüßung? Wo sind deine Manieren, Salu? Muss ich jetzt erst eine Knicks machen oder so? Du redest schon wie dein Hallmark. Keine gute Wahl. Dieser Gucho hat einen schlechten Einfluss auf dich. Ach komm, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Schluss damit. Lass uns nun deine Weisheit prüfen. Nee. Ich bin bereit. Also, hier ist die erste Frage. Was verschlingt alles, was es berührt, aber ist doch nichts?
Es hört mich für mich an wie das Wasser. Entweder Wasser oder Finsternis. Das Meer. Wer gut schwimmen kann oder ein Schiff hat, wird auch nicht verschlungen. Toll. Also können wir gleich nur laden. Super. Also war es doch die Finsternis. Gleich der erste Versuch, gleich richtig toll verkackt. Super, läuft. Nicht. Hast du noch irgendwas zu machen? Bla bla bla. So, los geht's. Vor allem, ich brauch sie gar nicht gedrückt halten, das macht er alles so. Lalalala. Jetzt mache ich auch noch ein bisschen Blödsinn. Mann. Also ich werde den Dialog mit Datu jetzt überspringen bis zur ersten Frage. Und sie dann hoffentlich richtig beantworten. Also es war die Finsternis. Scheiße, Manometer. Leck mich doch am Arsch. Ja, Mann. Nein, ich hab... Du dieser gut. Schluss. Kennen wir alle schon. Ich... Also, was verschlingt alles, was es berührt, aber ist doch nichts. Da dachte ich echt zuerst, es wäre das Meer, aber es ist die Finsternis. Die Finsternis? Ja, die Antwort ist richtig, aber die Frage war auch nicht besonders schwer. Ja. Wie lautet die zweite Frage? Was kann nie verliehen oder verdient werden, wird aber oft verschwendet. Die Zeit, würde ich sagen. Die Zeit. Gut, das ist richtig. Stell mir deine dritte Frage. Was essen die Toten? Und wenn es die Lebenden essen, sterben sie eines qualvollen Todes. Giftige Pilze, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Giftige Pilze? Die wachsen vielleicht an Gräbern, aber die Toten essen sie wohl kaum. Okay. War's das jetzt? Du hast die Prüfung nicht bestanden. Na toll. Ich muss mich nun um Hakeke kümmern. Wir werden sehen. Du kannst jetzt... Schön. Also nochmal. Klar. Also war es doch was anderes. Was verspeisen die Toten? So, woher soll ich das denn wissen? Ich war noch nie ein Freund von Prüfungen. Hey, wir können trotzdem rumspringen. Super. Macht total Sinn. Und rollen können wir wahrscheinlich auch. Aber eine Waffe. Mir fällt gerade ein, er hat gar keine Waffe. Also, das übliche Blabla überspringen wir. Bis auf die Fragen. Blabla. Ich bin bereit. Was verschlingt alles, was es berührt, aber ist doch nichts? Finsternis. Die Finsternis. Ja. Zweite Frage. Was kann... Die Zeit. Die Zeit. Stell mir... Was essen die Toten? Und wenn es die Lebenden essen, sterben sie eines qualvollen Todes. Ja. Was essen die Toten? Die Toten können eigentlich gar nichts essen, weil sie tot sind. Und Seelen... Ich habe noch nie gehört, dass ein Toter Seelen isst. Mit der Gefahr, dass ich gleich wieder laden muss, sage ich einfach mal nichts. Nichts. Ja, deine Antwort ist weise. okay. Okay. War's das jetzt? Du hast alle Fragen richtig beantwortet. Ich sehe die Prüfung der Schwäche als gemeistert an. Gut gemacht, Salu. Ah ja, sehr schön. Geh nun. Ich werde sehen, wie es um Hakekes Prüfung bestellt ist. Ja. Das war einfach so mal random geraten. Zack, ist es richtig. Cool. Hau. Ja, hau. Ich hau auch mal ein. Schubidabida. Ja, auch du wirst in den Untergang gehen, wenn du nicht auf mich hörst. Woher willst du das denn wissen? Ich sehe alles.
Tatsächlich? Ja, ich sehe, dass du den Körper von Salu übernommen hast. Und jetzt prüfst du, ob dich auch keiner erkennt. Wow, du bist gut. Wie hast du das bloß herausgekriegt? Ich habe gesehen, wie du die Voodoo-Puppe benutzt hast. Super. Tja, so doof ist er nun auch nicht.